Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen bei den süßen Pralinen. Ne? Heute haben wir 6. Dezember, Nikolaustag. Darum haben wir gedacht, bis Plätzchen backen ist noch eine Weile hin. Und Junior hat sich unbedingt, weil sie es mal in der Schule gemacht haben, diese Pralinenform gewünscht. Dann haben wir uns die jetzt mal besorgt und jetzt werden wir mal gucken, ob wir da uns ein paar süße Pralinen hinkriegen. Dazu haben wir als Zutaten hier noch Haselkrokant. Lecker Pistazien. Ich mache mir noch einen soften Dattelkern mit rein. Und wir haben einmal Zartbitter und weiße Schokolade. Und jetzt müssen wir erstmal anfangen mit dem Schmelzen Zartbitter-Schokolade im Wasserbad. Also Erik, pack die mal aus, tu die mal ein Stückchen klein brechen und mach die mal hier rein. Also am besten ist es, wenn man einen riesengroßen Topf nimmt mit dem Wasserbad und dann noch mit Deckel arbeiten kann. Dann verliert man nicht so viel Wärme. Und hier beginnt jetzt schon die Schokolade unten zu schmelzen. So, das sieht schon richtig gut aus. Schmerzen. Ah, das gibt es hier schön, aber das muss noch schön flüssiger werden, damit es besser reinläuft. Nachher. Das ist eine schöne Mischung aus Milch und Zartbitter. Milch und Zartbitter, sehr. Nicht zu süß und nicht zu bitter, für Pralinen genau richtig. Und bis jetzt die Schokolade soweit ist, füllen wir schon mal unsere Förmchen. Noch so einen Ding. Ja, genau, die machst du eine mit rein. Das ist ein softer Kern nachher. Und dann? So, guck mal, so schön. Lecker. Das kommt. Nice. Gehackte Pistazien rein. Gehackte. Ein softer Kern. Jetzt füllen wir noch alles mit. Dattelstückchen. Jetzt gucken wir mal, wie wir da noch überhaupt noch ein bisschen Schokolade reinkriegen, weil die Förmchen sind gar nicht so groß. Erik, du machst viel zu viel Zeug rein. Da musst du noch Schokolade mit rein. Die ist gar nicht so flüssig geworden, wie ich es gern gewohnt hätte, obwohl das ja wirklich gekocht hat hier. Und ich weiß gar nicht, ob so 100 Gramm da überhaupt reichen. Das ist wirklich, 200 Gramm ist wirklich nicht viel. Zwei Tafeln sind wie nichts. Ich muss fast rechnen pro so Silikonform 100 Gramm. Was hast du, Lisa? Ich habe Vollmilch. Dann hol ich mal Zartbitter. Echt unterschätzt, wie viel man da braucht für so ein paar Pralinen. Ne? Ja, ist ja unser erster Versuch. Ne? Im zweiten Mal wissen wir, dass wir hier mit mehr Material arbeiten müssen. Ja. Das erste kann schon mal in den Kühlschrank. Machst du sie in den Kühlschrank? Nein, ich will das. Bis ins Wasserbad? Ja. Okay. Die nächste Runde Schokolade kommt. Lisa hat auch noch nicht angefangen mit einem Förmchen. Sie hat etwas Kokosnussraspel genommen. Hier haben wir wieder schön zartbitter Vollmilch-Schokolademischung. Also, los geht's. Nicht kleckern und rein mit dem Zeug. Ich komme näher ran. So, dann ist schön flüssig. Oh ja, das ist jetzt schön flüssig und cremig. Da kann man schön füllen. Du musst weniger Streu nehmen, Erik, mehr Schokolade, sonst fällt dir das nachher nicht alles zusammen. Nachdem die Pralinen die ganze Nacht im Kühlschrank waren, holen wir die jetzt mal raus. Erik, stell mal hin. Schön vor die Kamera, jawohl. Da haben wir hier die verschiedenen Mischungen. Ja, die sind schön hart geworden. Ist das meins? Jawohl. Ich habe ja kein Schildchen gemacht. Ah, darf ich mal probieren von euch? Natürlich, mal gucken, ob das geworden ist. So, hier haben wir noch ein paar, wo leider die Schokolade zu Ende waren. Das sind jetzt 600 Gramm. 6 Tafeln Schokolade waren das und das hat nicht mal 5 Schälchen vollgegeben. So, jetzt probieren wir mal. Aber ich muss sagen, hier diese Silikonform funktionieren hervorragend. Aber lässt sich hervorragend gut aus diesen Förmchen lösen. Ich mache Lisas nicht. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Guck mal. Wow. Sieht ja stark aus. Pralin, quadratischer Form. Super. Ne? Hier kann man, die quadratischen kann man gerade so rausdrücken. Wow.
Die sehen doch auch stark aus. Unsere Komposition. Das sind noch deine Herzchen. Ja, ne? Ja, ich würde mal sagen, für den ersten Versuch nicht schön, aber schmecken bestimmt. Ach komm, Erik, wir probieren jetzt mal eins. Okay. Die schmilzen doch sonst sowieso gleich. Also ich probiere hier mal eins mit Dattel und Pistazie. Und ich probiere ein Herz. Tolle Mischung der Schokolade. Ein softer Kern von der Dattel. Und die Pistazien natürlich super lecker dazu. Ja, ich würde sagen, Erik, ne, Experiment geglückt. Ist noch verbesserungswürdig, aber daran arbeiten wir beim nächsten Mal. Und euch sage ich schon mal danke fürs Zugucken und Mitnaschen. Wir sehen uns das nächste Mal hier wieder, ne, wenn wir wieder was Süßes probieren. Also Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.